oaad.de. One app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Zeitpunkt der Aufnahme Samstag, 4. Februar, 19.46 Uhr. Jetzt, wo ich wieder angefangen habe, regelmäßig Folgen für euch zu produzieren, habe ich gedacht, mache ich damit auch weiter, dass ich auch am Wochenende Folgen raushaue. Somit, ja, heute eine Folge, morgen eine Folge und in der Woche natürlich auch Folgen. Es geht um eine iOS-App, um die App Slow Shutter Cam. Wenn mich meine Erinnerung nicht vollkommen trügt, habe ich über die App schon mal gesprochen und habe sie für gar nicht so gut befunden. Neulich habe ich bei den Kollegen von iPhone Ticker, einen Artikel gelesen über Slow Shutter Cam, habe sie nochmal runtergeladen, nochmal ausprobiert und muss sagen, Halleluja, die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob sie an der App irgendwas verändert haben. Oder ob ich das damals ausprobiert habe mit dem iPhone 4S und das iPhone 6 natürlich einfach bessere Bilder macht. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal, wir kommen zu den technischen Daten. Universal App, Apple Watch App möglich, 1,99 Euro teuer, Versionsnummer 4.0 liegt vor. Größe 4,5 Megabyte, Englisch, Japanisch und Chinesisch sind die Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 269 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Wo haben wir denn die technischen Daten? Hier haben wir sie. Ihr ladet App runter, klar. Ihr öffnet sie und es gibt verschiedene, es gibt drei verschiedene Modi im Prinzip. Es gibt den Modi Motion Blur, equivalent to the Shutter Priority Mode on a DSLR. The Motion Blur Mode is perfect for creating ghost images, waterfall effects or suggesting movement in your photographs by adding a blur. So, Light Trail Modus. Light Trail kennt man, das kann man unter anderem verwenden, das habe ich schon ausprobiert. Das funktioniert gar nicht so schlecht bei einem sternklaren Himmel für Sterne, also Sternenspuren oder wobei das ein bisschen noch ein bisschen komplizierter ist, weil ja Blende vom iPhone nicht so groß ist, nicht so klein ist. Ihr wisst schon. Für Autos kann man das, Rücklichtspuren oder Bahnen, also alles, was sich bewegt, kann man das natürlich machen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Und Lowlight-Modus, das ist dann für Lowlight-Conditions und ihr könnt im Prinzip 30 Sekunden oder unbegrenzte Belichtung einstellen. Es gibt die Highlights der Apps sind Unlimited Shutter Speed and Manual ISO, Option to Resume Capture, Real-Time Live Preview. Also ihr seht auf dem Display genau, wie es dann aussieht. Es gibt Tap to Adjust Focus and Exposure, Time-Lapse Intervalometer, Apple Watch Support, Full Resolution Support on Every Device. Ihr könnt verschiedene Resolutionen, sage ich schon, Auflösungen einstellen, 720p, 1080p oder 8 Megapixel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie die App funktioniert. Ist mir auch egal. Ich weiß, ob die jetzt ein Video aufnimmt und daraus ein Bild macht oder viele Bilder aufnimmt und daraus ein Bild bastelt oder so. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Sie funktioniert aber. Und das ist die Hauptsache. Und deswegen, wie gesagt, auf einem iPhone 6 getestet, kann ich sie für 1,99 Euro auf jeden Fall empfehlen. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habe ich gestern schon gewünscht, wünsche ich euch nochmal. Sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.